Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder nach etwas längerer Zeit ein Unboxing und zwar von Fressnapf, wie man da sieht. Und ja, Emma ist auch schon sehr, sehr gespannt, was da alles drin ist. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Sachen bestellt und ich habe es schon mal so geöffnet, damit es nicht allzu lange dauert, aber noch nicht reingeguckt. Und genau, dann fangen wir einfach mal an. Hier ist erstmal wieder ganz, ganz viel Füllmaterial. Natürlich sehr spannend. Und dann haben wir hier noch unsere Rechnung. Die tue ich mal beiseite. Da sieht man schon unsere Bestellungen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Auch wenn das erst nicht so viel aussieht. Aber wir haben echt eine Menge neu gekauft. Also vor allem Leckerlis und alles. Aber fangen wir mal hiermit an. Und zwar haben wir der Emma mal ein Geschirr gekauft. Weil bis jetzt haben wir immer nur ein Halsband benutzt. Und da wir auch mal sowas wie Inline-Skating und so mit ihr machen wollen und da so ein Halsband eher unvorteilhaft ist, weil das dann am Hals ja sehr drückt und das ist halt nicht gut für den Hals. Deswegen dachten wir mal, legen wir uns endlich mal ein Geschirr zu. Und ja, das werde ich hier gleich mal anprobieren und gucken, ob das passt. Und ja, das ist von Anyone. Und wenn ich die Preise jetzt noch irgendwo im Internet oder so finde, blende ich die jetzt auch hier irgendwo noch ein. Und ja, genau, das ist das erste Teil, was wir gekauft haben. Dann machen wir mal weiter. Haben wir hier so richtig leckere Kaninchenohren mit Fell. Also sehen wirklich ein bisschen, ja, eklig aus, sage ich mal. Aber Emma liebt die über alles. Also die hatten wir auch schon mal. Und auch, also die isst das wirklich komplett, auch mit dem Fell. Und genau, das ist halt auch zum Barfen geeignet als Ergänzung. Und die kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Also Emma liebt die über alles. Und genau, also falls ihr irgendwie so welche Leckerlis oder so, sowas zum Kauen sucht, dann kann ich euch das wirklich empfehlen. Sie schnüffelt schon fleißig und hätte gerne eins davon, aber ich gebe ihr erst später mal eins. Dann machen wir mal hier weiter. Und zwar haben wir hier noch solche Kaninchenwürfel. Und zwar 2 × 300 Gramm. Also da müsste noch eine Packung drin sein. Oder ach nee, das sind schon 2 Packungen, genau. Genau, also das sind solche ja relativ große Brocken. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sieht durch die Packung. Genau, wie gesagt, halt vom Kaninchen. Und die mag Emma auch sehr gerne. Also die können wir jetzt leider nicht als Leckerlis nehmen, weil die relativ groß sind, aber so für zwischendurch knackt die sich die gerne mal. Und hier. Also wie gesagt, die hatten wir auch schon mal und die mag die echt sehr, sehr gerne. So, dann machen wir hier mit weiter. Und zwar haben wir hier Kuhäuter. Genau, das hört sich jetzt auch wieder etwas eklig an. Aber so eklig sehen die gar nicht aus. Also ich finde, man erkennt es jetzt nicht, dass das von einem Kuhäuter ist. Das sind halt irgendwie nur so längliche Stangen. Keine Ahnung. Aber die hatten wir auch schon mal. Und die mag die auch recht gerne. Mal so für zwischendurch. Und genau, kann man auch nichts mit falsch machen. Ist 100% Kuhäuter. Also keine Ergänzungsmittel oder was in manchen Leckerlis so drin ist. Deswegen, genau, alles nur auf natürlicher Basis. So, dann haben wir hier als nächstes genau das gleiche nochmal. Also wir haben direkt 2 Packungen auf Lager gekauft, weil wie gesagt, wir schon wissen, dass Emma die gerne mag. Und genau, deswegen 2-mal Kuhäuter. Dann als nächstes haben wir hier Lammlungen. Hört sich auch sehr appetitlich an. Unser von Multifit. Und die mag Emma wirklich mega gerne. Also ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber die mag die echt sehr, sehr, sehr gerne. Kann man auch zwischendurch immer mal eins geben. Also als Leckerli sind die auch nicht so gut, weil die auch recht groß sind. Aber so für zwischendurch mal so zum Knacken, zum Kauen sind die echt nicht schlecht. Und Emma will auch schon liebsten eins. Nee, Mausi, jetzt nicht. Später. Okay? Oh, jetzt ist sie traurig. Genau. Also die Landung hatten wir noch gekauft. Dann, genau, haben wir hier nochmal 2er-Pack Lammwürfel. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt auch Lunge ist.
Nee, ich glaube, das ist dann wirklich nur Lammfleisch. Genau, 100% Lamm. Und die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich denke mal, das wird die auch mögen, wenn die die Lammblumen machen. Mag die bestimmt auch Lammwürfel. Und genau, den Preis blende ich jetzt auch hier wieder irgendwo ein. Lege ich mal zur Seite. So, dann kommen wir auch schon mal zu einer anderen Sache. Und zwar haben wir uns hier mal so ein Verbindungsstück für Hunderückhaltegeschirr gekauft. Also deswegen auch das Geschirr. Und zwar haben wir für Emma im Auto immer so eine Box gehabt, aber mittlerweile geht die nicht mehr so gerne in die Box rein. Deswegen haben wir uns gedacht, kaufen wir mal so ein, ja, es ist so eine Art Anschnallgurt für Hunde. Und dann kann man den Hund auch auf dem Rücksitz transportieren. Und das wollten wir jetzt einfach mal ausprobieren und gucken, ob das besser klappt. Genau, ich meine, der war auch nicht ganz so teuer. Aber dafür sieht er eigentlich echt ganz stabil aus. Also ich bin mal gespannt, ja, wie das wird. Also wenn ihr wollt, kann ich auch generell mal ein Video darüber machen, wie man am besten einen Hund transportiert. Und ja, welche Möglichkeiten es da alles gibt. Und ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr so ein Video sehen möchtet. Also falls euch das interessiert. Und ja, dann genau, haben wir hier noch mehr Leckerlis. Also wir haben wirklich, wie gesagt, sehr, sehr viel bestellt. Alles auf Lager. Und zwar sind das solche kleinen Fischis, also so Sprotten. Und auch wieder von Multifit. Und die sehen jetzt auch nicht so appetitlich aus, aber die mag Emma wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und die kann man auch so für zwischendurch zum Trainieren nehmen. Also die sind jetzt auch nicht ganz so groß und die kann man halt auch gut kleiner machen. Und genau, das ist wie gesagt halt auch wieder nur 100% Sprotte, also Fisch. Ist ja irgend so eine Fischart. Und genau, also die kann ich auch wirklich nur weiterempfehlen, falls eure Hunde generell so Fischiges mögen. Genau. Dann haben wir hier nochmal zweimal das gleiche. Und zwar von Wilderness, Real Nature, so Wildlachsrollen. Und die sind echt super. Also da steht sogar extra schonend Luft getrocknet. Und also die finden wir echt sehr, sehr gut für Emma. Und hier kann man die auch so ein bisschen durchsehen. Also ich finde, die haben auch echt eine sehr gute Qualität. Sind dementsprechend auch nicht ganz so billig. Aber was tut man nicht alles für seinen Hund? Und ja, genau. Also die kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Und genau, da haben wir direkt zwei Packungen auch wieder von gekauft. Und ja, so, das war es dann jetzt auch wieder für das Video. Und wie ihr seht, das ist echt eine große Ausbeute. Also hier sieht man nochmal so alles im Überblick. Also wir haben jetzt auf jeden Fall reichlich Leckerlis für die nächsten gefühlten 10 Jahre. Aber wahrscheinlich hält das eh wieder nur so ein paar Monate. Aber ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so an Leckerlis verfüttert oder ob ihr generell hier so ein paar Sachen von kanntet oder ob die komplett neu für euch waren. Und genau, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video und willst du auch noch Tschüss sagen? Oh, dieser Blick. Genau, dann einfach bis zum nächsten Video und Tschüss.